Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Games TV 24 Daily. Und was ist alles Schönes passiert? Destiny ist passiert. Destiny ist passiert, ja. Wir haben es ja gestern schon angekündigt. Und wie angekündigt, gab es auch gestern Abend den ersten von drei geplanten Streams, die so den zweiten DLC vorstellen sollen, Haus der Wölfe. Gestern ging es ja unter anderem um den neuen Social Space, das Riff, also den Social Hub, in dem man sich dann bewegen kann, neue Händler trifft, seine neuen Quests bekommt. Und was viel spannender war, es ging ums Item-Upgrade-System. Und da hat Bungie, glaube ich, tatsächlich so ziemlich alle überrascht, denn sie machen so ziemlich alles richtig. Lass mich raten, alte Items verlieren nicht ihren Wert. Unter anderem, ja. Nein, also gerade das Item-Upgrade-System war so ein Knackpunkt mit dem ersten DLC, wo ziemlich viel kaputt gegangen ist, weil alles, was man aus dem ersten Raid hatte, war eigentlich wertlos, wenn man ins Endgame wollte. Wenn man Items, die man upgraden konnte, bei Waffen ging das ja zum Beispiel, war das erstens ein sehr umständliches System und zweitens haben die dann erstmal ihre ganzen Upgrades verloren, die man dann wieder neu erspielen musste. Und das sind alles Sachen, die mit dem zweiten DLC nicht passieren. Also, um es grob zusammenzufassen, die gute Nachricht ist, man kann alle legendären und exotischen Items, also sowohl Waffen als auch Equipment, auf den neuen Stand von Haus der Wölfe bringen. Das heißt, legendäre Sachen, die man bei Händlern gekauft hat oder auch Zeug aus dem ersten Raid, gläserne Kammer, ist nicht wertlos, sondern noch valide. Also wenn man das benutzen will, weil es hübscher aussieht oder weil einem die Stat-Verteilung besser gefällt, dann kann man auch die upgraden auf den neuen Stand. Das heißt, wenn ich als Neueinsteiger jetzt mit Destiny anfange, habe ich auch mal eine Chance, dass ich irgendwie genug Leute zusammenkriege, um die mit mir in den ersten Raid gehen? Zum Beispiel, ja. Also das erstens ist halt der Vorteil, tatsächlich, der erste Raid ist sowieso spielerisch spannender. Ja. Und vor allem sorgt das natürlich auch dafür, dass nicht mehr alle Leute gleich aussehen, weil es nicht nur diesen sehr begrenzten Pool an Items gibt, die im Endgame valide sind, sondern man hat eine wesentlich größere Auswahl, weil man die alle upgraden kann. Die zweite gute Nachricht ist, für diese Upgrades braucht man nicht mehr Xur, das ist ja dieser wöchentliche Händler, den man eben im ersten DLC brauchte, sondern man kann die einfach selber upgraden, wenn man eben das Zeug gesammelt hat, was man für die Upgrades braucht. Man verliert dann auch nicht mehr die schon erspielten Perks auf diesen Items, was auch extrem großartig ist. Und es geht sogar noch ein bisschen besser. Was Bungie nämlich einführt, ist, dass man im Tower, im Turm, beim Speaker das, was auch schon viele Spieler haben wollten, frei mehr oder weniger Endgame-Währungen umtauschen kann. Also das ist sehr viel komfortabler, deutlich besser. Wunderbar. Und für neue Items, die man sich in Haus der Wölfe verdient, gibt es sogar die Möglichkeit, WoW-Spieler kennen das so ein bisschen, oder es heißt zumindest gleich Reforging, also umschmieden. Man kann die zufällig gewählten Attribute, haben ja auch Destiny-Items, so lange neu auswürfeln. Muss man sich natürlich leisten können, man muss natürlich was dafür bezahlen. Logisch. Aber man kann die beliebig oft neu auswürfeln, bis mal eine Verteilung dabei ist, Attribute, die einem gefallen. Was auch extrem gut ist, weil das ging ja bisher auch nicht. Man konnte... bei Events ging es hin und wieder, aber im Großen und Ganzen konnte man an Items nichts ändern, sondern musste dann hoffen, dass man das Item nochmal findet mit besseren Stats oder besserem Boni. Und das kann man dann da eben auch machen. Das klingt doch super. Also es gibt noch diverse andere Infos, die Zusammenfassung, es gibt eine Livestream-Aufzeichnung auf Twitch und auf unseren Webseiten. Überall gibt es bestimmt diverse Zusammenfassungen. Auch der Teil vom Riff war ganz spannend, aber natürlich längst nicht so wichtig wie diese Item-Upgrades. Ich habe extrem viel begeistertes Feedback gelesen von Leuten, die spielen, die gesagt haben, yes, endlich. Ja, bei den Fakten kann ich mir das vorstellen. Ihr habt es verstanden und auch diverse Kommentare von Spielern, die aufgehört haben, habe ich gelesen. Ui, das ist ja da vielleicht, gucke ich mal wieder rein. Ja. Also es heißt, man sollte, glaube ich, noch vorsichtig sein, was den DLC an sich angeht. Über die Kampagne würde ich mir nach wie vor nicht so viel Hoffnung machen, dass da jetzt eine knaller Story bei rumkommt. Aber zumindest dieser Item-Grind, Destiny ist ja letzten Endes auch ein Item-Grinder wie ein Diablo oder so, der wird zumindest, so wie das jetzt klingt, deutlich, deutlich, deutlich besser und runder. Sehr schön. Gibt es denn, vielleicht mal für alle, die es noch nicht wissen, einen Termin, wenn man das installieren kann, das Ding? Kommt am, das Datum habe ich vergessen. Blenden wir jetzt ein. Das blenden wir jetzt ein. 19. Mai, glaube ich. Ja. Vielleicht habe ich recht. Aber wenn nicht, dann gibt es ein bisschen. So, nachdem ich dich jetzt schön bloßgestellt habe, geht es weiter mit TESO, The Elder Scrolls Online für die Konsolen. Da haben wir ja vor kurzem angekündigt, dass die dann jetzt endlich kommen. Und wie das Ganze dann aussieht, das kann man sich anschauen, wenn man eine Einladung hat für ein Beta-Event. Denn vom 23. bis zum 27. April, also jetzt sozusagen, gibt es Beta-Events auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Und ja, da kann man dann halt nochmal reinschauen, wenn man das vor dem 9. Juni, da soll es nämlich erscheinen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, vor dem 9. Juni, da soll es nämlich erscheinen, dann... Ich habe es nur damit reingeschrieben.
antesten müssen. Man braucht eine Einladung dafür, wobei ich mir vorstellen kann, dass es sicherlich auch noch spätere Beta-Events gibt, weitere, wo der Zugang vielleicht ein bisschen freier ist. Es gibt aber kein NDA, wie man immer so schön sagt, keine Verschwiegenheitsvereinbarung. Also wer da eingeladen ist, darf streamen, Screenshots machen, Videos veröffentlichen. Also es sollte kein Problem sein, jetzt an diesem Wochenende an Infos zu kommen, wie die so geworden ist, die Umsetzung für die Konsole. Gute Frage ist, wenn ich jetzt heute eine Einladung kriege und das dann anfange runterzuladen, wie stehen meine Chancen? Es gibt ja, weiß ich, also bei mir mit meinen PlayStation Network Erfahrungen vor allem vielleicht nicht so gut. Öfter mal laufen die Downloads da nicht so schön, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ja, wir schauen mal, ob wir da noch ein bisschen an Material für euch kommen. Und es geht weiter mit einem deiner Spiele, die du spielst, Axiom Verge. Axiom Verge, ja. Da haben wir auch einen Quickplay zu gemacht. Ein Metroidvania im auch extremen Pixel-Retro-Look. Aber ein sehr schönes Metroidvania, sehr umfangreich, mit sehr vielen versteckten Gimmicks, Secrets und einem coolen Levelaufbau. Kam jetzt gerade für die PlayStation 4, ist auch noch angekündigt für PS Vita und PC. Und die PC-Version hat jetzt auch einen Release-Termin am 14. Mai, nämlich. Also wer auf dem PC mal Lust auf so eine Art von Spiel hat, vielleicht jetzt schon so ein bisschen neidisch auf die PlayStation 4-Besitzer geguckt hat, weil da ist es ja schon draußen. Am 14. Mai kommt es auf den PC. Genau. Und zum Abschluss noch eine, ja wie ich finde, etwas kuriose Meldung. WWE 2K15, das ist ja das aktuelle Wrestling-Spiel, die Wrestling-Simulation der WWE, kommt im Frühjahr auch auf den PC. Und ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was das letzte WWE-Spiel war, was auf dem PC kam. Ich glaube WWE WrestleMania, WWF WrestleMania damals noch, wie es hieß, ganz früher. Und soll auch alle DLCs enthalten für die Konsole, also alle Wrestler, die man sich herunterladen konnte oder auch die Storylines, die man sich darunter laden kann, die dann weitergehen. Und auf der einen Seite freue ich mich natürlich darüber, weil ich bin ja großer Fan dieser Spiele und auch ein großer WWE-Fan und spiele das auch sehr, sehr gerne. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, auf der Konsole, auf dem PC ein Wrestling-Spiel zu spielen. Aber für Leute, die keine Konsole haben. Auch den PC kannst du an den Fernseher anschließen. Ich weiß nicht, ist der große Reiz nicht daran, dass PC ja auch immer heißt, tendenziell modbar? Ob nur offiziell unterstützt oder nicht? Das ist halt die große Frage. Die Frage ist, ob da, ist da ein Bedarf dran bei Wrestling-Spielen, da irgendwie aktuelle Roster oder so einzubauen? Also, das kann man ja machen. Das gibt's ja. Das ist ja auch ein großer Sport, dass man da seinen eigenen Wrestler sich baut und dann hochladen kann und dann wird das über der Community und so weiter verteilt. Natürlich wäre es lustig, Mods zu bauen, wo du halt, keine Ahnung, vielleicht komplett den Ring umbaust oder einen kompletten andere Hintergründe machst und so weiter und so fort. Hat aber ein Problem. Das ist Copyright und Trademark der WWE und ich weiß nicht genau, die sind da sehr, sehr streng eigentlich und keine Ahnung, vielleicht ist das ja das große Ding auf dem PC, dass da mehr möglich ist als auf der Konsole, wo man schon sehr, sehr viel machen kann. Man kann auch eigene Movesets kreieren und so weiter, eigene Sounds und so. Ja, ansonsten ist es vielleicht auch einfach ein Fall, es hieß ja sowieso immer, die neuen Konsolen sind näher am PC dran, dass Umsetzungen einfacher sind, die Portierung für relativ wenig Geld zu machen war und dann, ja mein Gott, wenn es nur wenige kaufen, haben es immerhin ein paar mehr gekauft, als sie sonst gekauft hätten, also machen wir das halt. Also für reine PC-Spieler, die halt keine Konsole besitzen und auch keinen Bock auf Konsolen haben, aber trotzdem vielleicht WWE-Fans sind und Wrestling-Spiel spielen wollen, für die ist es natürlich eine super Nachricht. Ich bin mal sehr gespannt, wie das auf dem PC denn aussieht. Gespannt sind wir auch, was wir morgen für euch für Themen haben. In diesem Sinne beenden wir das Daily für heute und sehen uns morgen am Freitag nochmal wieder. Auf Wiedersehen, bis morgen.